Nein! Ich krieg wegen diesem Spiel eine Phobie gegen diese Fledermäuse, ey. Oder gegen Sand. Ich kann nie wieder einen Sandkasten betreten. Wenn ich mein Kind hab, wie soll ich das denn erklären? Ich hab damals ein Spiel gespielt und da haben mich Sandmonster angegriffen. Die werden Albträume kriegen. Hm. Naja, wir werden sehen. Dafür muss ich aber erstmal eine Frau bekommen. Da hapert schon wieder an meinem Plan. Ah, Gott sei Dank, mit einem Versuch. Mit einem Versuch. Yeah. Schlaraffenland! Schlaraffenland! Yeah! Jochen wird länger! Wee! Wee! Geil! Unser Jochen ist länger. Yeah! Haha, so muss das. Nee, das war jetzt unnötig. So, und was muss ich jetzt machen? War das der einzige Grund, hier hinzukommen? Oder... Oder nicht. Oder nee, da kann man auch lang. Da. Yeah. Schon wieder mit nur einem Versuch. Yeah, wir werden immer besser. Klasse. Unnötig, dass du dahin strahlst. Das Glühen her. So. Mario-Style. Das war natürlich alles geplant. Soweit. Weil das Teil abbrechen ist irgendwie gut. Da hat man weniger Entscheidungsfreiheit. Dann ist das viel mehr linear gezogen. Das, also gut ist das nicht, also nur in solchen linearen Spielen, wo man Entscheidungsfreiheiten hat, dann ist das irgendwie schon doof. Nachher vergisst man was? Keine Ahnung. Nein. Nee. Bruder, vergiss es. Hört euch das an. Was vermag die Vernunft im Vergleich zur Liebe? Liebe ist Leben. Wenn ihr leben wollt, sterbt aus Liebe. Sterbt aus Liebe, wenn ihr am Leben bleiben wollt. Was will uns der Autor damit sagen? Ich dachte, es gefällt euch. Wenn ihr euch nützlich machen wollt, findet ein Buch, das beschreibt, wie wir hier rauskommen. So geht das Spiel nicht. Spiel? Sie glaubt, das sei ein Spiel. Haha, wie geil. Ach, ich finde sowas klasse. Solche Anspielungen, dass es wirklich ein Spiel ist, obwohl es kein Spiel ist. Für die ist es kein Spiel, obwohl die in einem Spiel sind. Ich finde sowas klasse. Das ist, sowas finde ich Hammer. Ich weiß nicht, ich mag sowas. Weil es ist auch so ein gefühlloses Etwas. Dieser, unser Prinz hier, ne? Sie erzählt ihm einfach von Liebe und voll süß, voll romantisch und so voll toll. Und er, nö, blöd, geh mir weg, Ah, ich glaube, da muss ich den da treffen. Smexy! Bleibt dort, ich komme zu euch.
Sehr gut. Ich bin Holz auf mich. Viel zu weit. So. Na super, es hat es auch vollgebracht. Was nun? Da ist noch ein Symbol. Erinnerst du dich? Über dem Bücherregal. Nein, das sagt mir jetzt gar nichts. Cool. Über welchem Bücherregal? Was erzählt die da? Oh mein Gott! Ich bin verwirrt. Ach. Unnötig, würde ich jetzt mal behaupten. Bei welchem Bücherregal meint die? Moment, da ist ein Seil. Oh, oh, das sieht sehr knapp aus. Ja! Nee. Das ist doch nicht mehr schön. Ja! Hat der da mal ein Schwein gehabt? Yeah. Jetzt bringen wir in diesen Raum rein. Ziehen wir diesen Hebel. Das vermag nichts Gutes. Also. Na gut, jetzt bin ich wirklich etwas verwirrt. Muss ich den da wegschieben? Bestimmt.
Wie komme ich da nicht raus? Muss ich ihn bestimmt irgendwie so? Den dann da weg? Nein, Quatsch. Ich glaube, ich muss die beiden austauschen. Aber das macht auch null Sinn. Ich hoffe, das ist richtig. Ich bin gerade voll in Gedanken, ey. Also deswegen. Yeah! Boah, und wehe, diese Zicke da packt mein Schwert an. Kann gleich meinen Dolch anfassen. Ja, aber nicht den. Nein, Quatsch, so ein Arschloch bin ich nicht. Ich mag die Prinzessin irgendwie jetzt. Ich hab die irgendwie lieb. Ist voll die Süße. Vorsichtig! Ja. Totally nötig. Abend. Aha. Voll das dicke Ding, ey. Na los, komm, Prinzessin, hier. Hopp, hopp, schwing deinen süßen Arsch. Nun kommt. James Bond-Style. Bling, bling. Huch. Oh, au! Verzeiht! Schießt sie uns ein!